Ach ja, Leute, Call of Duty Black Ops 6. Ich habe die Beta sehr, sehr viel gespielt und gebe euch mal hier einen kleinen Erfahrungsbericht. Ja, endlich bekommen wir nochmal einen Black Ops Teil und nicht schon wieder in Folge einen MW Teil. Das finde ich doch erstmal sehr, sehr schön. Die Black Ops Teile von Call of Duty sind meiner Meinung nach die absolut die besten. Da stimmen mir wahrscheinlich die meisten zu, oder? Black Ops Teile waren immer die besten. Das letzte gute Call of Duty war Call of Duty Black Ops 4. Das habe ich 2020 und auch 2021 auch noch sehr, sehr viel gespielt. Also wirklich super, super cool dieses Spiel. Dann kam Call of Duty Cold War, Black Ops Cold War. Das habe ich nie gespielt, bis auf die Beta. Und ich glaube, da gab es mal ein kostenloses Wochenende. Das habe ich auch mal gespielt, aber ich habe es mir nie gekauft, weil kein Interesse gehabt, ja. Und jetzt kommt Black Ops 6 und was soll ich sagen? Oh mein Gott, ich glaube, wir bekommen ein cooles Call of Duty wieder. Ich habe das ganze Wochenende sehr, sehr viel gezockt. Ich habe bestimmt 15 Stunden am Wochenende gezockt, die Beta. Es war so unfassbar krass. Ja, das Spiel hat skill-based Matchmaking. Das stimmt. Trotzdem habe ich echt ein paar sehr coole Clips erspielt. Ich blende euch immer mal ein paar ein, ja? Ja, das ist wirklich mit einer der einzigen Kritikpunkte, die ich momentan habe an dem Spiel, und zwar einfach nur Skill-Based Matchmaking. Und sonst ist das Spiel einfach der Wahnsinn. Die Maps sind so cool. Skyline ist so eine coole Map, wirklich. Und auch die Map, ich weiß gerade gar nicht, wie sie heißt, da mit den Zügen, ja, mit den Zugcontainer. Die Map ist wirklich sehr, sehr cool. Die finde ich am besten. Die zwei, ja, unglaublich. Die Waffen fühlen sich einfach wieder richtig cool an. Es gibt eine MP, die ist so wie aus Black Ops 4, die Saug. Die habe ich so viel gespielt. Oh mein Gott, das war echt krass, wie viel ich mit der gespielt habe. Geisteskrank. So eine coole Waffe. Ich glaube, die wird meine Main-Waffe im Hauptspiel, ja. Es gibt auch wieder ein ganz normales Prestige-System. Nicht wie in den anderen, dass man dann da irgendwas mit Seasons hat und alles. Das fand ich echt immer scheiße. Das Prestige-System ist einfach das Beste. Ja, muss man echt so sagen, wie es ist. Und es ist einfach super schön, dass das wieder am Start ist. Ich bin mal gespannt, wie Call of Duty Zombies wird in dem Spiel. Ich war noch nie wirklich so der große Zombie-Zocker. Aber ich werde es mir auf jeden Fall mal anschauen. Ich bin auch jemand, der sich gerne die Kampagnen reinzieht von Call of Duty. Ich weiß, viele machen das gar nicht. Aber ich finde die Call of Duty-Kampagnen immer sehr, sehr cool, weil die halt wirklich nur 3, 4 Stunden immer gehen und in der Zeit ist dann wirklich durchgehend Action. Sehr, sehr cool. Ja, was soll ich euch sagen, Leute? Es ist einfach super cool, dass wir dieses Spiel bekommen. Es kommt ja auch direkt im Game Pass. Ich bin ja auf der Xbox auch unterwegs. Das ist natürlich sehr schön. Das heißt, ich muss mir das Spiel absolut nicht kaufen, sondern einfach mit dem Game Pass und let's go. Ja, vorbestellen würde ich das Spiel trotzdem noch nicht. Ich würde euch immer empfehlen, solche Spiele nie vorzubestellen. Ich habe viele Leute in der Beta gesehen, die haben. Es gibt so einen Skin, den bekommt man, wenn man die 120 oder 100, nicht, ich glaube 110 € Edition vorbestellt. Dann bekommt man den Skin, den hat man dann in der Beta schon. Und Leute, macht das bitte nicht. Bestellt euch kein Spiel vor für über 100 €. Vor allem kein Call of Duty, das ist komplett krank, wirklich. Wir müssen jetzt einfach mal abwarten bis zum Release vom Spiel. Es ist ja nicht mehr lange, 25. Oktober. Und die Leute, die diese teure Edition haben, die können schon 2, 3 Tage vorher spielen. Finde ich jetzt nicht so toll, dass man damit bevorteiligt wird. Aber ja gut, 25. Oktober geht es dann für mich los. Und wir warten mal ab, wie es wird. Aber wenn das so ist wie in der Beta, dann vielleicht ein, zwei Sachen verbessern. Ja, ich hatte nämlich manchmal noch ein paar Probleme. Das lag aber nicht am Spiel, sondern an, ja, am Server oder so. Ich hatte einen Bug, dass ich manchmal in eine Runde gehe und war einfach Black Screen. Konnte nichts machen, musste das Spiel neu starten. Das wird auf jeden Fall noch verbessert werden, da können wir uns sicher sein, ganz klar. Und ansonsten bin ich echt mal gespannt. Ich freue mich extrem. Ich werde bestimmt dann noch, wenn das Spiel dann da ist, ein paar Videos drüber machen. Ja, schreibt mir gerne mal eure Meinung zum Spiel in die Kommentare, also zur Beta bis jetzt. Ansonsten lasst gerne einen Daumen nach oben da, abonniert nicht vergessen, checkt die Videobeschreibung ab. Wir sehen uns beim nächsten Mal und haut rein.